Ranakyla am See Peipus übernachteten wir auf einem Stellplatz, der allem Anschein nach in dieser Saison erst eröffnet hat. Der Peipussee ist mit 3500 Quadratkilometern ungefähr 7-mal so groß wie der Bodensee. Der See trennt Russland und Estland, sodass man davon ausgehen kann, dass die Grenzsicherungen, die wir in Narva gesehen haben, eh nicht viel bringen. Über 143 Kilometer und an der breitesten Stelle misst er 50 Kilometer. Also mit einer Luftmatratze ist die Überquerung nicht möglich, mit einem kleinen Boot sehr wohl. Jährlich werden etwa 10.000 Tonnen Fisch dort gefangen. Dort ging es weiter nach Tartu. Tartu ist ein aufgeräumtes kleines Universitätsstädtchen. Und obendrein noch diesjährige europäische Kulturhauptstadt. Wobei wir diese Beschilderung im Frühjahr auch in Tschechien gesehen haben. Aber ich kann mich auch täuschen. Wenn sich Tartu als Kulturhauptstadt identifiziert, soll es an mir nicht scheitern. Hatte ich schon erzählt, dass die Balten unheimlich lecker Bier brauen? Und das Beste, es wird größtenteils in Literflaschen angeboten. Übernachtet haben wir auf einem Parkplatz in Orajö, direkt am Meer, mit herrlichem Blick und nach herrlichem Sonnenuntergang. Wir genossen ausgiebig den Sonnenuntergang und fuhren am nächsten Tag wieder durch Lettland und haben uns in Bauska eine Burg angesehen. Unser Ziel an diesem Tag lag aber in Litauen. In Sijaulia wollten wir uns noch einmal den Berg der Kreuze ansehen.
Geschichte sagt, dass hier zu Sowjetzeiten ein Dorfbewohner aus Dankbarkeit für die Genesung seiner Tochter ein Kreuz abgelegt hat. Im Laufe der Zeit kamen viele weitere dazu. Den Sowjets freilich war das ein Dorn im Auge, denn sie sahen ihre weltliche Macht gefährdet. Sie räumten den Berg mit Bulldozern ab und versenkten die Kreuze größtenteils im naheliegenden Bach. Kurze Zeit später standen jedoch wieder Kreuze an der gleichen Stelle. Und es wurden mehr und mehr. Die Sowjets wiederholten diese Säuberungsaktion mehrfach. Nur um kurze Zeit später den Berg wieder voller Kreuze zu sehen. Irgendwann gaben sie es dann schließlich auf. Vor einigen Jahren hat sich eine Studentengruppe zum Ziel gesetzt, die Zahl der Kreuze zu bestimmen. Bei 50.000 haben sie es dann aufgegeben. Ich nehme den Sieg des Glaubens über die Kommunisten als positives Zeichen. Und wer weiß, vielleicht tut sich bei uns im aufkommenden Sozialismus in nächster Zeit ja auch mal was. Impatient, sweet lover.